Dann sage ich mal einen schönen guten Abend in die Runde. Wir treffen uns hier heute wieder zum Feuer frei, unserem mittlerweile schon echt eingegrooften, eingeschwungenen Format. Ich sage erstmal herzlich willkommen, lieber Herr Dück, lieber Herr Lotter. Wie geht's Ihnen beiden? Sind Sie gut durch den Tag heute gekommen? Alles klar. Abend alles gewesen. Den Wein habe ich mir verkniffen, den trinke ich nachher. Den Wein, ja. Ja, es gibt ja Leute, die da sehr abstinent in der Woche sind. Also wir haben so eine Montag bis Donnerstag und Freitag bis Sonntag Regelung irgendwie. Wobei mein Mann dann irgendwann mal so die Regel auskramt und sagte, bis 0,1 zählt gar nicht als Alkohol. Wir trinken nur Wein am Wochenende, aber meine genau. Frau trinkt nicht richtig mit aus. Und dann bis Dienstag. Ja, dann ist das so ein bisschen trocken. Ja, wir haben uns heute ein paar Zukunftsthemen vorgeknöpft. Wir wollen heute mal über die Begriffe der Vision und der Utopie sprechen und auch ein Stück weit über das Thema Paradigmenwechsel, weil man könnte ja auf die Idee kommen, dass wir gerade im Moment, wir sind jetzt im Mai 2021, an der Stelle stehen, wo es besonders sinnhaft ist, sich über die Zukunft Gedanken zu machen. Vielleicht denken Menschen ganz oft, dass sie an einer sehr bedeutsamen Zeitschwelle gerade sind, aber ich glaube, im Moment macht das durchaus Sinn, das so zu bezeichnen. Also ich rede an der Stelle auch gern mal, was, wenn wir auf die Arbeitswelt gucken, von so einer Art Abrisskante. Und wenn wir jetzt nach vorne gucken und über das Thema Vision reden, dann kratze ich mich so ein bisschen am Kopf und frage mich, ob diese akademischen Fingerübungen, die ja oft in Unternehmen gemacht werden, der Visionsbildung, Vision und Mission Statement und so weiter, ob das noch so das ist, was wir brauchen, wenn wir gerade jetzt so in die nächste, mittlere, nähere, weitere Zukunft gucken. Was meinen Sie, Herr Dück? Wie ist es um die akademischen Fingerübungen bestellt? Helfen die uns nach vorne? Also, da kann ich irgendwie nur, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal gemacht habe, das Buch von Dilbert. Den Dilbert kann man immer zitieren. Da habe ich zitiert, dass alle unfähigen Menschen ins Management befördert werden, weil sie da wenigstens Schaden anrichten. Das ist so die erste Seite so. Und ungefähr auf Seite 5 ist Vision, Mission und so diese ganze Sache da ausgebreitet. Und im Wesentlichen geht es bei der Vision oder Mission in normalen Unternehmen darum, zu klären, was das überhaupt ist. Dafür wird ungefähr 98% der Zeit aufgewendet. Und dann sagt man, jetzt haben wir 5 Minuten noch bis zum Ende. Also ich muss raus zum Kunden und sagen wir mal schnell eine Vision. Und dann besteht bei Dilbert die einzige mögliche Vision, die es auf der Welt gibt. Das ist eine einzige, es gibt keine andere Möglichkeit. Und die wird da zitiert. Also so nach dem Gedächtnis, wir werden Nummer 1 führend im Markt, the leading company with the best customer, the brightest, zufriedensten Kunden und besten Mitarbeiter und haben die schönsten Produkte, die auch für die Umwelt und die Menschheit sehr wertvoll sind. So. Und das Witzige ist, dass es also in den Unternehmen dann wirklich monatelang Zirkus gibt, also mit Beauftragten, einem beförderten Vicepräsident für die Vision. Und dann kommt genau im Wesentlichen das raus, was ich gerade gesagt habe. Und die Leute schämen sich nicht, dass das so ist. Also ich meine, man könnte ja vorher mal diese Seite aus dem Dilbert Principle von Adams an die Wand hängen und sich nicht immer selber zur Karikatur machen. Ich habe das in vielen Unternehmenssitzungen so gesehen, bei ganz verschiedenen Sachen, ja, und das klappt nicht. Ich habe auch ganz gute gesehen, also IBM hat, das kann ich nicht mehr auswendig. So überzeugend, dass sie nicht hängen geblieben ist. Das ist ja auch schon eine Aussage. Das war ein bisschen konkreter, da stand drin. Nein, das war überzeugend. Ich hab das immer gezogen. Also das war eine wertvolle Sache. Wir machen Innovation für die Menschheit, die Welt, für IBM, für dein Department, deine Abteilung und für dich. Und also also Kunde oben noch drauf. Also für den Kunden, für die Menschheit. So schön runterdekliniert. Heute wird man sagen, okay, Und dann war eins, was das Schwierigste war, Trust in all relationships. Mhm. Das war immer das Schwierige, weil man ja profitgierig ist und die Kunden verhandeln auch härter
und versuchen, uns dann aufs Kreuz zu legen und so. Und dann war das mal unerfreulich. Auch das Vertrauen vom Management zu den Mitarbeitern, die ja dann entlassen werden, weil die vielen nach Indien müssen und so weiter, das ist auch ganz schwierig. Und daran, das war zitierfähig und das konnte man im Meeting sagen, hey, trust in all relationships. Und ja, ich habe das oft gezogen bei Innovationen, wenn sie sagen, du machst irgendwas, das nützt meiner Abteilung nicht, dann sage ich, hey, guck mal auf unser Türschild, da steht es für die Welt, für die Menschheit, den Kunden, dann IBM. Gut. Für dich ist es sowieso nicht gedacht, habe ich dann gesagt. Nein. Kann man ganz frech werden. Und das hat geholfen. Also wenn man ein bisschen, das waren allerdings Leitsätze, keine Visionen. Ja, und Vision. Vision hat ja was damit zu tun, dass ich etwas sehe. Ja, und wenn ich etwas sehe, muss ich ja zutiefst dran glauben. Glauben die Menschen, wenn die in diesen Reihen da sitzen, lieber Herr Lotter, glauben die an den Käse, den die da sagen? Vielleicht ist es ja nicht nur Käse, aber was halten Sie von diesen, ich nenne es bewusst nochmal akademischen Fingerübungen? Es gibt eine Lebensweisheit, die lautet, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute. Und das gilt für Manipulanten auch. Und deshalb gibt es Visionen und Utopien. Utopien und Visionen gibt es deshalb, weil man heute Dinge nicht tun will, von denen man weiß, dass sie heute zu tun sind. Und wenn man jetzt das ganze Transformationsgeschäft mal ansieht, dann ist es ja mittlerweile so burlesk, weil man die Leute ja nur mehr mit einem merkwürdigen Tanz abhält davon, mal zu erkennen, dass eigentlich alles da ist, um Gegenwart zu gestalten, um Organisationen umzubauen, um sie zu verbessern, um Produkte zu entwickeln, um Innovationen zu machen. Aber die Vision auf dem weißen Blatt Papier, die ist natürlich, ja, eine sehr geduldige Dame. Die kann man morgen auch noch bearbeiten. Und so kann man alles wegschieben, was im Grunde genommen passiert. So funktionieren heute ja sehr viele Prozesse in der Beratung. So funktioniert sehr, sehr viel im Coaching, wo man einfach sagt, okay, guck mal, jetzt sind wir ein bisschen agil, morgen reden wir ein bisschen über Purpose und jetzt haben wir groß drüber eine Utopie und eine Vision. Und all das hat nichts mit dem zu tun, was man eigentlich zunächst machen muss. Radikales, gründliches, ehrliches Denken, dass man mal sagt, was ist denn das, worin wir uns da befinden? Es gibt übrigens auch bei Dilbert, ich bin ein großer Dilbert-Fan, meine beiden Lieblingsbücher wären in dem Fall, lieber Herr Dück, Besser leben durch Bürodiebstähle. Das ist auch ganz großartig. Das ist ein Klassiker für Angestellte. Und das zweite ist, wir machen Gewinn, wenn der Komet einschlägt. Das ist auch ein ganz großartiges Ding, weil das ist sozusagen die Utopie und die Vision im geschäftlichen Ding. Wir behaupten, dass wir künftig einen Erfolg haben, von dem wir überhaupt nicht beweisen müssen, dass er jemals eintritt. Und dieses ständige Verschieben von Verantwortung, dieses Verschieben von Tun und von Machen ist etwas ganz, ganz Typisches für das sogenannte Visionäre. Und ich kann heute sehr, sehr gut nach 35, 40 Jahren Beobachtung am lebenden Objekt in den Organisationen sagen, Schmidt hatte natürlich recht mit dieser Feststellung, wer Visionen hat, braucht einen Arzt. Bloß der Arzt kommt nicht, weil so viele gar keine Veränderung wollen. Und deshalb gibt es das große Gerede über Visionen, Utopien und Veränderungen, wo niemals welche sein werden. Es ist alles ein Theater. Und es ist ja aber eine sehr große Sehnsucht bei den Menschen. Also es ist ja eine Sehnsucht nach irgendwie sowas, so einem Art Fixpunkt, so eine Orientierung nach Sicherheit, die da vermittelt werden soll. Also Strategie ist immer das, was ganz oben aufgehängt ist. Was kann an die Stelle treten, wenn Sie sagen, wir müssen erstmal das bearbeiten, was da ist? Weil da bin ich absolut auf Ihrer Seite, Herr Lotter. Denn im Prinzip ist ja Zukunft nichts anderes als das Ergebnis dessen, was wir heute tun. Ja, und nicht irgendetwas, was wir auf ein Blatt Papier schreiben. Ganz kurzer Satz dazu. Es gibt von Lampedusa den oft zitierten Satz, es muss sich alles ändern, damit alles bleiben kann, wie es ist. Das ist eine Idiotie und das ist eine Infamie. Denn in Wirklichkeit geht es darum, dass alles so bleiben kann, wie es ist. Wenn sich etwas verändert, dann verändert sich etwas. Jawohl. Mhm. Und dann hat man Konsequenzen zu tragen. Und man muss vielleicht mit anderen Leuten reden und man muss andere Abteilungen machen und andere Prioritäten setzen. Man muss seine Leute selbstbestimmt arbeiten lassen und. Ja, aber es muss sich alles ändern, damit alles so bleiben kann, wie es ist. Das ist Fake. Und das ist sozusagen der Lieblingssatz in jedem Transformationsprozess geworden. Ja, steht immer groß oben. Tatsächlich bedeutet der, wir werden dafür sorgen, dass ihr den Eindruck habt, dass sich was verändert, aber es wird sich überhaupt nichts tun, weil wir sind schlau, wir sind das Management, wir haben gelernt, an der Macht zu bleiben und wir drehen uns jetzt einmal mit euch im Kreis und dann fangen wir wieder an, wenn es euch zu dumm wird. Ich glaube, das sehen die nicht so, aber subjektiv glaube ich nicht, aber die glauben das wirklich.
Ja, das glaube ich. Auf Deutsch, Lampedusa auf Deutsch, ja. Wir werden diesen Konzern umgestalten. Das habe ich schon hunderte Mal gehört. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. So gravierend ist diese Organisationsänderung. Sie müssen aber keine Sorgen haben, an Ihrem Arbeitsplatz ändert sich nichts. Nicht. Jedes Mal. Das habe ich ganz oft gehört. Dann sage ich, ja, was ist das für eine Transformation? Ja? Zwei Bemerkungen. Ich habe da überall schon Satiren drüber geschrieben. Man muss irgendwas sagen, sowas, was ordentlich ist, was nach Ehrgeiz klingt. Also wir sind jetzt klimaneutral, zum Beispiel, ist gut. Ja, genau. Ja? So, und dann nimmt man die höchste Jahreszahl, die nicht für doof gefunden wird. Also 2045 ist eine ganz gute Idee. und so weiter. Also dann gibt es die Frage des Mottos. Das ist sowas wie Nachhilfestunden. Also ein Schüler hat der sucht sich mit den Eltern die schlechteste Zensur im Zeugnis aus, also zum Beispiel Innovation oder Teambuilding oder Trust oder so. Und dann kriegt er Nachhilfestunden, also Berater an diesem Stelle. Und das macht man am besten so, dass man den Spruch, also Innovate oder Team oder so, Trust, auf eine Kaffeetasse druckt und zu Weihnachten an alle Mitarbeiter verschickt. Also, und da sehe ich an den Unternehmen, was sozusagen Mist ist, das steht gerade auf den Kaffeetassen als Motto. Das ist das, wo sie gerade eine 5 haben. Ja, und es wird dann so verdreht, dass sie einzigartig sind, weil sie sich darum kümmern, die 5 wegzumachen. Aber sie sind doch einfach nur mangelhaft, also ja und so weiter. Und das ist ein bisschen schwierig. Zur Vision. Ich denke, eine Vision, eine richtige, gute Vision wäre eine, wo man darauf hinarbeitet. Die ist aber schwer an den Mann zu bringen. Also wenn ich jetzt eine Vision hätte für 2035, kann jetzt nicht einer aus der Hüfte schießen. Aber das bedeutet, dass wir sehr viele Änderungen haben in Bezug auf Gentechnologie. Das sieht man an den mRNA-Impfungen. Wir werden viele Krankheiten besiegen, indem man dieses mRNA-Impfprinzip bei Corona dann auf Multiple Sklerose und so weiter anwendet. Ja, also dass man die Autoimmunkrankheiten damit behandelt. Und dann gehört man tief in die Gentechnologie reinkommen und dann kommt man in diese ganzen ethischen Probleme, die man heute lieber nicht haben will. Die könnte man schon mal diskutieren. Aber wenn ich das als Vision sagen würde, würden die Leute sagen, pfui, was willst du für eine Scheißwelt? Die zweite Sache ist, ich sage, der Besitz von Autos wird verboten und wir haben nur selbstfahrende Autos als Taxis, die holen uns ab und so. Das ist wunderbar. Und dann kommen die Leute und springen mich an, also BMW-Fahrer meistens und so. Die sagen, das keinesfalls, ja, oder Porsche, das ist ein Menschenrecht, über das Tempolimit rauszuschießen und so. Und da kann ich jetzt alle Industriekreise, also sozusagen Kohle ist weg, die Kraftwerke sind weg und dann fängt man so an, ja, alle sitzen im Homeoffice, das und das und das und das. Und dann sollten wir einen Lohnverzicht am besten üben, dass möglichst schnell die Leute in China genauso viel verdienen wie hier, dann ist der ganze, dieses ganze Menschenschändertum weg und der Hunger besiegt. Also man muss das Ungleichgewicht vielleicht ein bisschen mehr aktiv angehen und nicht immer sagen, wir müssen immer selber mehr verdienen und so weiter. Das kann man alles schildern. Und dann käme eine Welt raus, die können wir gut erreichen. Einfach sagen wir, da gehen wir jetzt hin. Und die können wir gut erreichen, aber die will keiner. Also wenn ich sowas sage, dann sagen die Leute, das wollen sie. Ich sage, was wollt ihr denn? Und dann kommen die echten Utopien oder die Visionen. Das sind plumpe Vereinfachungen. Also wir wollen keine Reichen mehr haben. Also alle sollen reich sein. Und alle kriegen ein Grundeinkommen, müssen nicht mehr arbeiten. Hierarchien werden abgeschafft. Alle Menschen, egal wie unfähig, sind wertgeschätzt und werden immerzu über den Klee gelobt, auch wenn sie nur Mist machen oder auch nur offensiv Mist machen. Und wenn die da draußen feiern und Corona verbreiten, sage ich wertschätze euch trotzdem und so weiter. Und da kommen so ganz unwirkliche Sachen raus, die die Welt in einer schändlichen Weise so vereinfachen, dass man darüber nicht mehr reden kann. Aber man kann sich freuen. Also wir können dann einen drauf trinken und sagen, wir wollen das jetzt so. Und das geht so nicht. Also das ist dann völlig abgehoben. Dann sagt sozusagen der normale Mensch, macht dann sowas wie eine Company, die sagt, wir sind leading one, number one oder sowas und mit den besten Kunden, besten Produkten.
Und da gehen, glaube ich, die Begriffe durcheinander, was man mit Vision meint. Ich Absolut. wäre dafür, ein Bild zu entwerfen, wo wir ins sowas wie Kennedy, in 10 Jahren sind wir auf dem Mond und das machen wir jetzt. Das ist eine Ansage. Das ist nicht eine Vision, sondern eine echte Ansage, eine ehrgeizige. Und jetzt machen wir das auch. Ja, das geht ja schon damit los, dass also die Unternehmen dann ja auch schon ziemlich rumeiern zwischen dem, was ist ihre Mission, was ist ihre Vision. Und da entsteht ja ein Dilemma, weil auf der einen Seite wird ja suggeriert, dass ein Unternehmen, was quasi nicht eine lupenreine Mission hat und die nicht glasklar formulieren kann und keine Mission, eigentlich überhaupt nicht überlebensfähig und auch nicht gar keine Daseinsberechtigung hat. Und andererseits, also ich meine, sie wursteln vor sich hin und tun und machen und tragen mehr oder weniger zu ihrer Wertschöpfung bei, aber sie können es nicht auf ein Stück Papier bringen in einer Weise, dass es sie, wie jetzt vielleicht Sie, Herr Dück, das eine, die eine Visionsformulierung noch abholt. Aber wie Nein, gehen die damit um? man kann ja nicht sagen, Siemens ist eine Firma, die sich mit dem An- und Verkauf von Tochterfirmen beschäftigt. Genau. Das ist keine Vision und schon mal nein, gar aber kein dann Mission Statement. sag mal, wir werden ein Digitalkonzern oder sowas. Also, und was soll das dann? Ja, also ich meine, und viele, viele Firmen entdecken jetzt auch den Purpose im Nachhinein. Also praktisch, ich habe die Firma jetzt irgendwie gegründet und die macht irgendwas, meinetwegen Palmöl. Und jetzt versuchen sie den Purpose dafür festzustellen. Also ja. Ja, genau. Das hilft ja nichts. Dann müsste man wirklich den Purpose als was ich meine, als Ansage, klare Ansage sagen, wir werden das, was wir als Purpose definiert haben. Dafür sind wir dann da. Also das IBM hat das eine Weile hingekriegt, so um die 2000 herum, wo sie gesagt haben, wir machen Innovation für die Welt. Und das war auch ehrlich so. Das haben sie aber Das vergessen, war so so gemeint. seit ich weg bin. Ich Ja, aber ganz ehrlich, aber Herr Lotter, die Menschen spüren doch, oder, in einem Unternehmen, ob das, was da als Vision oder so, wie Sie es auch eben schildern, Herr Dück, was auf den Kaffeetassen ist, ob das ehrlich gemeint ist. Ich erinnere mich an meine Lufthansa-Zeiten und dann war in einem großen Hauptgebäude, war im LAC, im Lufthansa Aviation Center, ein sehr beeindruckender Glaspalast, plötzlich ein wunderschöner Würfel von der Kantenlänge, ich würde mal sagen, Meter, Meter 50 aufgebaut. Der stand so auf der Spitze und ein roter Würfel und da stand das Wort Innovation drauf. Und dann konnte man beobachten, morgens so ab 8 Uhr kamen so die ersten Mitarbeiter und die gingen dann so rein und gingen dann an diesem Würfel vorbei und haben sich so am Kopf gekratzt und haben sich so gefragt, was soll das bedeuten? Ja, also ich jetzt mal ketzerisch gesagt würde ich sagen, also diejenige, die noch am meisten mit diesem Würfel anfangen kann, das war das Reinigungspersonal, weil die haben den jeden Tag abgestaubt. Alle anderen haben gesagt, was will mir das sagen? Und die Menschen spüren das doch, oder? Wenn diese Visionsübungen ins Leere zielen, oder? Was sagen Sie dazu, Herr Lotter? Sie spüren es. Ich glaube, dass viele es auch wissen. Ich glaube, dass viele aber auch einfach ein Gehalt wollen und deshalb mitspielen. Sie haben gelernt, wenn Sie in einem Unternehmen arbeiten, dass Anpassung das Elementare ist. Und wir sind heute angelangt, das war früher ganz normal. Du gehst in die Arbeit, Montag bis Freitag oder Montag bis Samstag und arbeitest da 8 Stunden, 9 Stunden, 10 Stunden und dafür kriegst du dein Geld. Das war eine klare Sache. Mittlerweile hat sich ja in der entwickelten Angestelltengesellschaft des Spätkapitalismus etwas entwickelt, was ein bisschen immer so einen therapeutischen Ansatz braucht. Ja, also man muss sich was vormachen, man muss eine Rolle spielen, man muss etwas inszenieren und deshalb wird so ein Gerede und ein Gewese gemacht, im Grunde genommen über elementare Dinge. Es genügt nicht mehr, einfach nur die besten Schrauben herzustellen, die es am Markt gibt. Sie müssen auch noch einen Sinn haben. Und deshalb passiert mit dem Begriff Purpose und Sinn und Inhalt und Utopie genau das Gleiche, was im Ökologiebereich längst passiert ist. Greenwashing, wohin man guckt, Heuchelei, wohin man guckt, Ablasshandel, wohin man guckt. Und Wenn wir machen man, die Leute ja, wenn kaputt. man Purpose haben will, kann man ja einen haben. Es So ist geht es. nur darum, Genau. wenn 10% der Firmen einen Purpose definiert haben, dann fragen die Journalisten vom Handelsblatt, hey, BASF, was ist denn euer Purpose? Dann sagen sie, haben Genau. wir auch noch keinen gemacht. Dann sagen sie, das ist aber schlecht. Dann kriegen sie bei Twitter einen Shitstorm und dann machen sie alle einen Purpose. Ja, Und aber diese das Problem. anderen 90% machen dann Brainwashing. Sie haben recht. Das Problem ist aber, dass erstens mal kein Vorstand von wem auch immer auf diese Frage von wem auch immer antwortet. Kinder, und die Tatsache, dass wir ein Unternehmen sind, das erfolgreich ist, ist Purpose genug.
Ende der Diskussion, sondern die wollen sich alle noch gefallen. Und deshalb haben sie die blödesten, voneinander kopierten und dümmsten Programme. Ich habe gerade diese Woche wieder im Finanz- und Bankenbereich etwas gesehen, wo es mir die Sprache verschlagen hat. Ich dachte mir, man kann doch 2021 nicht so blödsinnig sein. Und die 150. Auflage eines hohlen Nachhaltigkeitsbegriffs in den Vordergrund stellen, bei den Problemen, die Banken heute haben. Doch, man kann, weil es einfach mittlerweile so eingespielt ist, dass alle Leute, die dort arbeiten, offensichtlich nur mehr aus Opportunisten bestehen, die schnell was abhaken wollen und was mitmachen wollen. Das ändert nichts. Unterdessen würde ich mich eher der Frage zuwenden, wie viele Leute in dem Sektor entlassen werden. Ich würde mich eher der Frage zuwenden, wie das gesellschaftlich vertretbar ist. Ich würde mich eher der Frage zuwenden, wozu man Banken überhaupt noch braucht. Nee, macht man natürlich nicht. Man macht eine große Nachhaltigkeitskampagne. Sehen Sie, und das ist das Problem. Wir sind in einem Zustand der allgemeinen Inszenierung und der allgemeinen Heuchelei. Wir tun so, als ob es um das Gute geht, und das Moralisieren von ganz pragmatischen, nüchternen, modernen Dingen, das Moralisieren fällt jetzt auf uns zurück. Ja? Wir haben uns so lange die Welt schön geredet und vor allen Dingen auch besoffen schön geredet, dass wir heute in einem Zustand sind, wo die Dinge, die wirklich menschlich wichtig sind, Vertrauen, Zutrauen, erkennen, was richtig und falsch ist, dazu auch naturwissenschaftliche Bildung, um das prüfen zu können, und einen kritischen Verstand überhaupt keine Rolle mehr spielen. Ja? Weder bei Twitter, im öffentlichen Raum, noch beim Fernsehen, noch sonst irgendwo. Sie haben es überall nur mehr mit Leuten zu tun, die Moral aufblasen, rausgehen und so tun, als ob. Aber ja? Das ist es ja, dieses Aufblasen. Also ich, für mich entsteht da so der Eindruck, dass diese Art von Betrachtung vor allen Dingen inszeniert werden, damit die Menschen sich intellektuell beim Denken und Reden zuschauen können. Also letzten Endes sind das ja Bühnen, die da eröffnet werden, wo sich der Einzelne unter Beweis stellen kann. Also das sind ja ganz klar narzisstische Strukturen, die man da auch beobachten kann. Ja, also das ist ja eine unglaubliche Spielfläche für Eitelkeiten, die da entsteht, wenn es um solche Diskussionen geht. Also ich glaube, ja, die haben Angst. Die haben Angst? Okay. Ah, die sind nicht eitel oder so, die müssen das machen. Wenn da jetzt einer jetzt so ein Chef da beim, ich meine, der Trump redet vielleicht bei Davos gerne oder sowas, solche Leute, das kann schon sein. Aber die meisten Leute lassen sich das, die machen da einen Monat Arbeit rein und machen 10-mal Rehearsal und üben die Rede, lassen sie abschleifen, weich waschen und so weiter. Das ist nicht so, dass jemand mal was sagen will, was er schon mal immer sagen wollte, sondern das ist, glaube ich, von den meisten Leuten her, weil sie ja rhetorisch nicht Keynote-Speaker sind, sondern die Vorstandsvorsitzenden, müssen auch keine Keynote-Speaker sein, dann fühlen sie sich verpflichtet, da irgendwas Sinnvolles zu sagen. Und es geht eigentlich, soweit ich das mitgekriegt habe, immer nur darum, dass man sozusagen passabel davonkommt. Ja, es gibt auch welche, die wollen da so prunken, das kommt vor, aber in der Regel wollen sie einfach davonkommen. Wenn man jetzt die Deklamationen hört von irgendwelchen Ministern, Staatssekretären zum Anfang der Konferenzen, die müssen ja mal Grußworte sprechen oder so. Und dann gucken sie halt, dass sie einen passablen Eindruck machen. Also der Bürgermeister kommt zuerst und lobt nochmal die Stadt, was das für eine technologiefreundliche Stadt ist und was sie alles gemacht haben. Und jetzt auch, ja, so irgendwo 1 Kilometer Glasfaser gelegt haben. Und dann kommt der Staatssekretär. Ich hatte jetzt als letzte Konferenz eine Gesundheitskonferenz. Da wurde dann gesagt, welche Impferfolge die Regierung hat. Die können das wirklich so 10 Minuten darstellen, dass das alles total gut ist, also völlig unverfroren. Also ich meine, das hat nichts damit zu tun, dass sie stolz darauf sein können. Die müssen ja wissen, dass dieses unverfrorene Gewäsch uns irgendwie eher ärgerlich macht, weil wir wissen, wie viel Missmanagement gerade da war. Und dann kommt einer und sagt, er hat das alles gut, 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 gut gemacht. Das gehört sich für ein Grußwort. Das ist schon okay, ja. Dass man in der Kirche sagt, alle Menschen sind lieb und so weiter. Das ist völlig wohlanständig gesetzt und sie kommen gut raus. Und dann gehen sie nach weg und sind nicht beschimpft worden. Und das sind, glaube ich, mehr tiefere Motivationen als so, dass man irgendwas Böses mit denen vermutet oder dass Absicht drin ist. Ich glaube das nicht.
Also das glaube ich auch nicht. Ich glaube, das ist immer eine Sache, welche Perspektive man einnimmt. Aus Sicht des der Verantwortlichen, der Unternehmenslenker, bin ich da total bei Ihnen. Ich hatte jetzt eher so die Perspektive, wenn ich anschaue, was in Unternehmen los ist, wenn es um das Thema geht. Heute haben wir unseren Workshop zum Thema Vision und so. Da würde ich sagen, das ist auf jeden Fall ein Balzplatz der Altigkeiten. Und ich habe auch nochmal eine schlaue Einlassung dazu. Und also dann wird wirklich die Metadiskussion geführt mit einem Wertschöpfungsanteil von 0%. Und, man kann da Einsatz zeigen, was in Meetings sehr gewürdigt wird. Also praktisch genau. Es geht ja Management Visibility, was hoch zählt. Ganz wenn genau. Einer bei so Unfug misst, also wie das. Genau, das hatte ich im Bild. Schwer hervortut, dann kann er leichter befördert werden, als seinen Job zu machen. Ganz genau. So, ganz genau. Das ist eine andere Baustelle. Die Baustelle hatte ich vor Augen und die finde ich absolut sehr einleuchtend. Da habe ich noch sehr präsent, was ich da so im Unternehmenskontext erlebt habe. Und nochmal zu meiner Eingangsthese. Menschen haben ja gern mal den Eindruck, dass sie in einer bedeutsamen Zeit leben. Jetzt können wir uns ja alle jetzt mal so ein bisschen so hier Zeitzeuge an die Schulter heften und sagen, ja, bei uns ist es ja nun wirklich bedeutsam. Wir haben ja immerhin Pandemie und das hat ja alles verändert oder das wird alles verändern. Sind wir jetzt nicht doch irgendwo schon aufgefordert, ein bisschen seriöser mit dem Thema Utopien und Visionen umzugehen? Also ist das eine Aufgabe, die sich uns jetzt wirklich ganz ernsthaft stellt, Herr Lotter? Ja, also Sie machen ganze Geschäftszweige kaputt mit der Frage. Also ich meine, was viele Leute auf der Straße machen würden, wenn wir morgen sagen würden, statt Utopien und Visionen ganz einfach mal die Dinge anpacken und machen, die längst klar sind. Na, gute Nacht. Da werden Sie gerade die Leute, die also eine Agenda 20, 50, 60, 70, 80 haben, als wütende Gegner haben, denn die wollen Probleme verwalten, nicht lösen. Ja, also die sind froh, dass sie ein Problem haben. Davon leben die ja. Also die haben gar keine Lust, das aufzulösen. Und daran kann man sie auch erkennen übrigens. Ja, gibt tatsächlich Dinge, wo man weiß, okay, das können wir heute noch nicht. Aber vernünftiges, ich würde auch sagen, Strategien, um Perspektiven zu entwickeln, das ist ja etwas Gutes. Das ist das, was Kennedy getan hat mit seiner berühmten Mondlandungsrede. Ja, dann zu sagen, weil es hart ist, weil es schwierig ist, machen wir das. Weil wir uns anstrengen wollen, machen wir das. Aber das hat ja damit überhaupt nichts zu tun. Hier wird Angst gemacht und dann wird gesagt, wenn ihr das nicht tut, dann passiert jenes. Und wenn ihr das nicht macht, dann kostet das das und dieses und das. Und das Ganze wird verwaltet. Diese Angst und Ungewissheit wird verwaltet. Das ist das politische Geschäftsmodell, wie es immer war. Und es unterbindet Handeln. Das ist das Allerwichtigste. Denn das Einzige, was gegen ein Problem hilft, ist selber was tun. Ja? Alles andere ist vollkommen sinnfrei. Und da fühlt sich natürlich der moderne Konsument jetzt auch nicht so wahnsinnig im Mittelpunkt der Fragestellung. Das mag natürlich, ja, aber es ist doch so. Nicht? Also es gibt ja, ich betone da immer Harald Welzer, der ein großartiges Buch geschrieben hat. Wir sind also wirklich Brüder im Geiste, was das angeht. Ich glaube auch, alles, was du nicht selbst tust, wo Selbstbestimmtheit und Selbstständigkeit keine Rolle spielt, kannst du gleich mal vergessen. Ja, das sind heute einfach wohlfeile Ansagen. Und wenn du selber nicht das Licht abdrehst, dann bitte red nicht über den Klimawandel. Ja, so einfach. Und das ist die Frage, ob Sie jetzt über das Klima reden, ob Sie über Technologie reden, ob Sie über Medizin reden. Wenn es nicht deine Sache ist, wenn es du nicht zu deiner Sache machst, wenn du nicht darüber nachdenkst, was Gentechnik wirklich ist und einfach nur plapperst, das ist schrecklich und dumm und man keine Ahnung hat, aber zu all meine Meinung, wie das heute ist, dann hat man sozusagen aus meiner Sicht das Recht verwirkt, den Diskurs teilzunehmen. Und da sind wir einfach zu moderat. Das ist etwas, was ich wirklich für ein Problem halte. Wir sind zu moderat mit Dummköpfen. Wir haben uns angewöhnt, dass wir sagen, okay, das ist blöd und die wissen es nicht besser, dann lass sie mal. Und dieses Lassen hat dazu geführt, dass ungeheure Bewegungen entstanden sind, ein ungeheurer Geschäftszweig aufgegangen ist an, Dummheitsbewirtschaftung und Verantwortungslosigkeit. Und das ist zu durchbrechen. Das ist das Ziel der Transformation. Und deshalb sage ich die ganze Zeit, in die Verantwortung bringen. In die Selbstbestimmung, in die Selbstständigkeit bringen, dann ändert sich vielleicht was oder die Dummköpfe werden sichtbarer. Amen.
Sehr, ja, ich wollte sagen, das war ein wunderbares Schlusswort. Aber bevor wir jetzt ganz in die Zielgerade einkehren, nochmal ein letztes Feuerfrei von Ihnen, Herr Dück. Müssen wir die Dummköpfe verwalten oder besser nicht? Oder sollten wir aktiv? Ich empfehle einen Essay, der ist so ein pseudowissenschaftlicher Essay von Cipolla. Die 5 Grundsätze der menschlichen Dummheit oder so heißt das. Ein ganz kleines rotes Buch bei Amazon. Das hat immer einen hohen Verkaufsrang, weil ich das immer erwähne. Da steht drin, dass die ganze Welt, also es gibt sowas wie Win-Win-Situationen, das wird immer gepredigt. Ja, es hauptsächlich ist die guckt man aber auf Win-Lose-Situationen, also das heißt Räuber bei dem, also bei einer X macht was und nimmt Y was weg. Und für diese Situation arbeitet unsere ganze Gesellschaft, also das heißt die Lehrer disziplinieren uns, die Priester, die Manager, die Politiker, überhaupt alle. Also unser ganzes System hat Regeln, dass niemand einem Schaden zufügt, also was wegnimmt. Und dann gibt es einen anderen Quadranten, der heißt dumm. Das sind Leute, die anderen schaden, ohne sich selbst zu nützen. Das machen jetzt ziemlich viele Minister. Also die machen Schaden und werden gar nicht gewählt. Also so. Und Cipolla sagt, das ist der gefährlichste Quadrant, weil da die meisten Menschen drin sind und weil das nicht im Fokus der Gesellschaft ist, weil wir uns immer nur mit Gesetzen um die Räuber kümmern. Wenn einer aber was aus Dummheit macht, dann ist er straflos. Aber das ist viel, viel gefährlicher. Also das ist auch in Unternehmen so. Da verbasteln Leute so Verträge manchmal oder haben eine Unterschrift vergessen und dann kostet das 1 Million. Und dann sagen sie, ja, das ist schlecht, ich habe eine Unterschrift vergessen. Wenn sie 10 Euro geklaut hätten, hätte man sie entlassen. Dummheit ist in gewisser Weise straffrei. Also da müssen wir, das ist ein eigenes Thema fast ein bisschen. Mhm. Und, Auf jeden Fall. Ich habe darüber sehr, sehr lange nachgedacht. Also das Problem scheint auch zu sein, dass Dummheit neu entsteht. Also praktisch, da sind in dem Essay ein Beispiel, also ich nehme alle Minister in einer Runde oder die Ritter der Tafelrunde oder sowas. Und dann entstehen Dummheiten, weil durch diese Rangeleien, man kann hochintelligente Menschen zusammensetzen. Also ein gutes Beispiel ist eine Fakultätsversammlung in einer Universität. Und dann quaken sie irgendwas Dummes. Das ist genau bei diesen Visionsdingen, dass die Leute, da sind ja hochintelligente Menschen einzeln, die auch meinetwegen was wollen. Und das Meeting wird irgendwie eine Vollkatastrophe und nützt niemanden. Ja, ihnen auch nicht. Und das ist wirklich sehr gefährlich. Also ich würde das mehr so auf diese mathematische Sicht nehmen, weil so Dummheit ist, anderen zu schaden, ohne sich selbst zu nützen. Also die sind nicht böse, sondern dumm. Also Dummheit ist nicht böse, sondern macht was. Also was. Im Ergebnis ist es manchmal nicht zu unterscheiden und sagen wir mal so, es wird auf jeden Fall, es ist straffrei und es wird aber auf gar keinen Fall was Übersummatives entstehen, auch wenn sehr viele intelligente Menschen zusammen sind und sagen wir einmal, vielleicht nicht dumm sind, aber sich dumm verhalten. Ja, das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ja. Ich kann ja sehr schlau sein und mich dumm verhalten. Darf ich noch einen Satz sagen? Einen Schlusssatz, bitte. Muss noch irgendwie passen. Ich glaube, dass die Politik so agiert, als wenn das, was sie anordnet, schon gekonnt wird. Das heißt, die Karliczek zum Beispiel gibt einfach Geld frei für digitale Bildung, aber man weiß ja gar nicht, was es ist. Genau. Das heißt, hat keinen Sinn, Geld dafür freizugeben, weil man es ja nicht weiß. Ja. Die Klöckner sagt, also für die ihre Amtshandlung ist nicht Geld freizugeben, sondern sie sagt, macht es freiwillig, dann ist es schon mal schön. Hat aber gar nicht so das Gefühl für die Implikationen, was da neu gemacht werden soll. Und da hat jeder Minister, also kann ich viele durchgehen, also die auch bei uns so irgendwie für nicht wählbar wieder gehalten werden, die ordnen etwas an in der Annahme, das sei bekannt, was die Verwaltung dann machen soll. Das ist es aber nicht. Und jetzt muss man in einer neuen Situation eine neue Art von Exzellenz aktiv erschaffen, was der Beamtenapparat nicht von sich aus kann. Und dazu braucht es eine ganz andere Führung, nämlich nicht eine, die managt sozusagen auf richtigen Wegen, die man immer beschreitet, sondern jetzt muss man was Neues machen. Und diese Leute haben wir einfach nicht oder wir haben auch keine, die das echt wollen. Also mit der Zukunft verhandeln, ohne dass die notwendigen Voraussetzungen zu erfüllen, ist töricht. Und es zum akademischen Selbstzweckübung verkommen zu lassen, ist noch dümmer. Und ich glaube, wir können mit einem gewissen Pragmatismus dann hier auch beschließen und sagen, dass wir die Dinge
jetzt zu gestalten haben und anzuschauen haben und da ehrliche Arbeit zu leisten ist. Und davon ist, glaube ich, ganz genug für alle da an ehrlicher Arbeit. Und in diesem Sinne, ein wunderschöner Abend wieder mit Ihnen, ein feuerfreier Abend, und ich freue mich auf unsere nächste Runde.